Es ist der 20.07. Es müsste vielleicht so 12 Uhr oder so sein. Ich esse gerade eine Käsescheibe, weil mein Magen total rumspinnt. Ist nur am keine Ahnung was. Was richtig essen kann ich nicht und keine Ahnung. Voll komisch. Mein Magen mag gerade nicht. Ich kann euch nicht sagen, warum, ob es irgendwie so ist, dass man aufgeregt ist oder keine Ahnung was. Es war ein sehr witziger Morgen heute. Ich weiß nur, dass es unter einer Stunde wieder war und dann wieder über... Weiß nicht, dann wieder 4 Stunden. Jetzt sind es wieder 3 Stunden noch was. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich weiß es nicht. Ey, das ist so wild. Es ist so wild. Dieser Support ist so krass. Wir sind fast bei 10.000 Subs. Also insgesamt 10.000 Subs. Das ist so heftig. Das ist so, so heftig. Ich weiß nicht mal, ob ich jetzt Stray heute noch spiele, ob wir noch Community-Spiele machen. Ich weiß halt nicht, wann endet jetzt der Sabaton. Wir waren gerade, wie gesagt, bei unter der Stunde. Jetzt sind wir wieder bei 3 Stunden noch was. Ich würde sagen, ich melde mich einfach, wenn der Sabaton entweder jetzt vorbei ist oder es abends ist oder keine Ahnung was ist. Ich weiß es doch nicht. Ich melde mich und esse meinen Käse jetzt noch. Yo, ich bin frisch geduscht. Heute war es extrem heiß, Leute. Es war extrem heiß. Es ist jetzt abends, beziehungsweise nachts. Es ist 1.44 Uhr und der 21. Aber wir sagen ja immer, es ist erst der nächste Tag, wenn man geschlafen hat. Und ja, meine Stimme ist komplett angeschlagen. Ihr denkt euch jetzt vielleicht so, ist das das Ende jetzt? Ist das jetzt, wo sie sagt, ist es vorbei? Nein, meine Freunde, es ist noch nicht vorbei. Ich sehe gerade hier, habe ich noch ein bisschen Make-up dran. Ha. Abschminkprofi. Ich habe gerade noch die ganze Zeit Stray gezockt und dann hatte ich irgendwann noch zwischendurch so um 23 Uhr hatte ich noch eine Stunde noch was. Ungefähr. Und ich habe mir so, ja komm, 1, 2 Uhr ziehst jetzt durch, dann ist das aber dann vorbei. Der Timer wurde einfach wieder über 6 Stunden hochgepusht und jetzt sitze ich hier, esse gerade hier noch das hier und schlafe gleich. Ein paar Stunden, wache auf und mache weiter. Ey, es ist so, so, so krass. Ich bin so dankbar. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Denn nicht nur das habe ich euch zu berichten. Nein, wir haben die 10.000er Mark geknackt. Wir haben über 10.000 aktive Subs auf Twitch. Für all die sich zu fragen, ja okay, 10.000 ist krass, aber was bedeutet das? Wenn man diese erreicht hat, hat man alle Emote-Plätze freigeschaltet. Bedeutet 60 Emote-Plätze. Ich zeichne meine Emote selbst. Damit ist das für mich einfach nur ein so geil, so geil. Wir haben sozusagen Twitch durchgespielt. Wir haben alle Emote-Plätze frei, die man als Partner haben kann. Und jetzt sitze ich hier mit den... Weiß ich nicht. Ich dachte, es ist vorbei. Und jetzt sowas. Das war heute so krass. Dann ist der Stream abgestürzt. Die 10k waren voll. Der Stream ist abgestürzt. Internetausfall. Ich dachte mir so, es kann es nicht sein. Im Chat schon so, ah hier, ne? 10k voll, jetzt weg hier, ne? Quatsch. Ich bin sehr fertig. Ich habe unheimlich viel Spaß an Stray. Aber ich glaube, morgen wird es wirklich enden. Sagte sie schon das 20. Mal gefühlt. Nee, Friends, aber ganz ehrlich. Morgens, er wird ablaufen und dann habe ich 21 Tage geschafft. 3 Wochen. Am Stück. Alter, ich esse jetzt erstmal was. Und ich so, ja, ab dem 21. Tag muss ich euch nicht mehr sagen, welcher Tag es ist. Leute, es ist der 21. Tag. Sabaton! Es ist der 21. Tag. Ich war lange in meinem Leben nicht so müde, Leute. Es ist jetzt 7.39 Uhr. Ich bin seit 10 Minuten oder so wieder hier. Ich bin so verdammt müde. Ich habe keine Ahnung, wie viele Stunden geschlafen. Ich konnte auch extrem schwer einschlafen. Ich würde mal behaupten, 5 Stunden vielleicht, wenn überhaupt. Ich habe jetzt noch 1:07 auf dem Timer. Werde mir gleich erstmal meinen Kaffee machen und auf mein Leben klarkommen. Aber es sind so viele süße, süße Leute schon im Chat, die einfach kurz vor der Arbeit reingekommen sind oder so. Oder sich extra einen Wecker gestellt haben und keine Ahnung. Das ist einfach absolut cute. Damit fühle ich mich nicht so ganz alleine gleich. Meine Stimme ist komplett im Arsch. Aber was soll's? It's Sabaton. Oh mein Gott. Was habe ich... Nun Leute, ich werde mir jetzt mal meinen Kaffee machen, dann noch eine Lutschtablette für meinen Hals nehmen und die restliche Zeit hier genießen mit diesen absolut süßen Chat.
dieser absoluten Community. Ist es das Ende? Leute, wir waren noch nie so niedrig gerade mit dem Timer. Es ist immer noch der 21.07. 15.09 Uhr und der Timer ist auf 19 Minuten 24 gerade. Der Chat dreht gerade voll am Rad. Oh mein Gott, oh mein Gott. Da, da. 13, 12, 11, 10. Ich komme mir vor, als würde ich gerade irgendwie Silvester feiern oder so. Sie versuchen gegen anzukämpfen. Wird es das Ende sein? Ich habe keine Ahnung. Ich bin total fertig. Ich habe 4 Stunden geschlafen oder so und... Wird es das Ende sein? Sie kämpfen gegen an! Nein! Sie kämpfen! Sie kämpfen! Sie kämpfen! Wie ging das nochmal? If you love me, let me go. Never mind. Dankeschön! Ihr seid so bekloppt, ey! Ihr seid so bekloppt! Bis später. Jo Leute, wir waren gerade unter 2 Stunden und ich habe ein bisschen Vampire Survivors gespielt und Hula Hoop gemacht, damit ich ein bisschen fitter wieder werde, weil ich dachte, komm, wir ziehen jetzt noch die letzten 2 Stunden, beziehungsweise 1,5 ungefähr, jetzt durch und ich muss wach werden. Hab mir ein Klesmo reingehauen, hab Hula Hoop gemacht und dachte mir so, let's go. Gleich kommt Endspurt. Wait a second. Was ist hier los? Ich musste ganz kurz tief durchatmen. Weil der Timer ist jetzt bei 12 Stunden 7. Der war heute bei unter 20. Ich weiß nicht, ob ich eine 17 oder eine 19 gesehen habe. Er ist bei 12 Stunden 7. Also sehen wir uns morgen dann am 22. wieder. Ich werde heute keinen Vlog mehr machen, weil ich bin völlig am Arsch. Ich bin völlig am Arsch. Das Einzige, was ich euch jetzt noch zeige, ist diese Community. Diese Community. Diese Community. Los! Ja, 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 ja. Zeigt euch. Guckt mal. Guckt euch die an. Alle bekloppt. Alle komplett bekloppt. Jeder Einzelne. Ja, yeah. Alle total wahnsinnig. Jo Leute, es ist der 22.07. und wir haben jetzt noch 3 Stunden auf dem Timer. Wir haben jetzt noch 3 Stunden auf dem Timer. Wir haben gerade Besuch, Nuro ist da. Und Nuro und Mori haben gerade den Stream ein bisschen übernommen. Und falls es gerade ein bisschen schallt, wundert euch nicht. Hier war ja eigentlich ein Sofa. Das ist jetzt unten im Keller, denn morgen kommt unser neues Sofa. Ich bin richtig gespannt. Werde euch das natürlich noch zeigen, weil es ist hoffentlich schön. Also wir haben das online bestellt. Weil ich weiß nicht, wie es bei euch ist. So manchmal Sofa und sowas. Ich weiß nicht, dann geht ihr in ein Möbelhaus und irgendwie ist nicht so das Richtige da. Und deswegen haben wir es online bestellt, weil wir uns das eh hierher liefern müssen. Weil ich hätte es eh nicht hierher transportieren können, ohne Auto, ohne alles und so. Aber Leute, hier kommt dann das neue Sofa hin. Ich bin sehr gespannt, wie es aussieht. Und was mache ich heute? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich bin froh, dass die beiden gerade den Stream übernommen haben, weil ich weiß nicht, was ich machen soll. Meine Stimme ist immer noch ein bisschen angeschlagen. Deswegen habe ich auch einen Bonbon im Mund, um irgendwie so ein bisschen diese Stimme in den Griff zu bekommen. Wird der Timer noch hochgepusht? Endet es heute? I don't know. I don't know. Hallöchen, Hallöchen. Leute, es ist der 24. Was ist gestern alles passiert? Gestern am 23. haben wir ein neues Sofa bekommen. Ein neues Sofa bekommen. Es ist wunderschön. Hier liegen jetzt noch Decken drauf, weil ich hier drauf gepennt habe. Weil, wie ihr merkt, es aber doch noch nicht vorbei ist. Aber da sage ich gleich was zu. Erst nochmal zu gestern, am 23. Wir haben das Sofa on-stream aufgebaut. Ich habe ein bisschen Sims gezockt und dachte, es ist vorbei. Ich hatte den niedrigsten Timer ever. Es waren 17 Minuten, glaube. Ich check gar nichts mehr, Leute. Ich check gar nichts mehr. Also wir hatten auf jeden Fall den Timer wieder unter 20 Minuten. Und dann ist er hochgepusht auf über 4 Stunden. Wir haben gestern noch einen Kumpel hier. Wir hatten auf der Couch ein bisschen Real Talk mit Cam und haben mit den Leuten gequatscht und so. Haben uns die Fragen gestellt. War super cozy wieder, super gemütlich. Also abends so rumzusitzen und mit der Community Chatting zu machen, in der Richtung voll cool. Dann wurde der Timer so weit hochgetrieben, dass ich jetzt auch wieder in Ruhe schlafen konnte. Denn jetzt, my friends, sage ich euch, was heute abgeht. Es ist der 24. Juli, es ist Sonntag, es ist 10.42 Uhr. Und wenn der Timer noch weiter geht, würde ich heute ein paar Nintendo-Spiele spielen. Und ich würde sagen, Leute, vielleicht sehen wir uns später. Also, nächstes Mal Sonntag. Was geht, Leute? Es ist der 25.07.2022, 0.30 Uhr und der Sabaton ist vorbei. Uff, was, oh,
Ich kann gar nicht beschreiben, was da gerade alles passiert ist. Heute in meiner Pause habe ich mich dafür entschieden, die Zeit, die diesen Sub, die Donation und Bit oder Bits bringen, zu reduzieren. Ich habe das vorher mit der Community abgesprochen, beziehungsweise denen das gesagt, dass es langsam, ja, zu heftig wird. Die daraufhin haben auch gesagt, ey, hier kicken, kein Problem, Alter, wir fühlen das total, ne, mach ruhig und so und keine Ahnung was. Somit ist der Sabaton jetzt zu Ende. Er war, glaube ich, gefühlt 10 Mal oder so unter 5 Minuten und dann ist er wieder hochgegangen. Das war gerade ein Wechselbad der Gefühle. Das war richtig, richtig heftig. Aber ich bin super, super stolz darauf. Ich bin unglaublich glücklich und dankbar. Ich bin sehr froh darüber, dass ich tolle Mods an meiner Seite habe, die mich da so unterstützt haben. Genauso wie Mori, mein Freund, der mir die ganze Zeit, ja, auch eine Stütze war und so. Und allgemein die Community. Und ich habe es auch nochmal gesagt, es ist egal, ob Lurker, ob Chatter oder. Alle sind großartig, alle sind toll. Und vielleicht finde ich ja morgen auch nochmal ein paar Worte. Wenn nicht, ist das jetzt der letzte Vlog. Dann verschrieb letzte Vlog zu meinem Sabaton. Danke. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen gefallen, dass ich euch da so ein bisschen mit reingenommen habe. Und jetzt heißt es erstmal ein paar Tage Pause. Ach, lasst euch einfach überraschen. Let's go! Test, 1, 2, 3.